Oh oh. Verdammt! So, pass auf, jetzt drücken wir rechte Maustaste und. Hey! Verdammt, ich wollte doch. Ah, ihr Schweinehunde! Verdammt, schnell weg! Die schießen hier auf mich! Ah, so ein bisschen zickzack laufen. Und der Wuffi war da wieder. So, auf den Weg! Ich hab Business! Ich bin nur ein Heuhaufen! Cool, ich könnte es den ganzen Tag machen, hier einfach nur so rumlaufen. Da fühlt man sich wirklich wie so ein Typ im Mittelalter. Und dann können wir uns auch immer so da. Nee, können wir nicht. Schade. Wir können uns dazwischen stellen. So. Also bevor es jetzt wieder auf mit der. Der Boston Weekly Advertiser für einen Penny informiert. Was? Bevor es jetzt hier mit der Story weitergeht, mache ich da eine Aufnahmepause. Aber, oh, eine Pracht. Ein Prachtstück. Frisches Gemüse und Trockenware für die Speisekammer. Man kann aber auch hier mit allem interagieren. Frisches Gemüse und Trockenware für die Speisekammer. Finde ich gut. Oh, der bloß hier das Clipping ist noch nicht so richtig. Und was macht die Kuh? Ja, da langen wir schön in den Bauch rein. Ja, brave Kuh. Oh, guck mal da. Was machst du denn? Mal kurz nicht aufgepasst, schon läuft er hier. So, eigentlich wollte ich da so lang. Weil da ist eine Kirche. Ich weiß nicht, ob ich auf der Kirche schon war. Ich glaube aber, hier war ich schon. Und da unten rechts ist auch dieser Brief. Den könnten wir mal noch mitnehmen. Der gehört ja nicht zur aktuellen Mission, aber wir machen ihn einfach mal. So, wunderschön. Synchronisiere bitte, mein alter Freund. Ich bin ein Adler. Wunderschön. Da, 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 da. So. Da springen wir mal so rein. So, und hier sind wir wieder an dem Laden, wo wir vorhin waren. Und der Typ steht immer noch rum. Wir reden mal mit ihm. Briefe in Zentral Boston. Vielen Dank. Fröhliche Unterhaltung zu jeder Jahreszeit. Das war's? Mietet die beliebten Musikanten Bello, Burford und Ruth. Was soll ich denn damit machen? Das bringt nichts. Hey, hallo. Okay. Hört mich. Jetzt müssen wir wahrscheinlich zum nächsten Brief. Da stand jetzt gar nicht dabei, was wir machen sollen. Die Briefe in Boston überbringen. Achso. Interagieren wir mal mit dem freundlichen Herrn. Vielen Dank. Bitteschön. Kartoffeln, Lauch und Rettiche. Das kriegen wir hin. Ja, ist immer so ein bisschen. Die könnten das ein bisschen mehr Danke. Beschreiben, was wir hier auch ab und zu mal machen. Sorry. So, Moment. Hä? Da ist noch einer. So. Oh oh. Framerate. Mach keinen Scheiß. So, da steht der Kollege rum. Danke dir. Bitteschön, mein Herr. So. Jetzt brauchen wir noch einen Brief. Wer kriegt diesen einen Brief? Was ist das eigentlich hier auf der Karte jetzt? Hä? Ja, weiß ich doch. Halten Sie und, das weiß ich doch. Blenden wir. Sowas blenden die mir immer wieder ein, ne? Wie man Hindernisse überspringt und so. Es mehren sich die Gerüchte, dass ein britisches Fort im Grenzland vor den Franzosen kapituliert hat. Was? Niemals. Weitere Details sind nicht bekannt. Was ist das denn hier? Was kann ich denn hier machen? Mehr im neuen Boston kannst du mich hören. Stehe ich hier im Pfeif? Alles muss raus. Heißt es, dass ich mich. Ach, hier kann ich untertauchen, oder was? Ist es dafür ein Zeichen? Aha. Aha. Okay. So, jetzt, wir müssen noch einen Brief. Sorry, Lady. Dein Werk
wird allen Engländern in Erinnerung bleiben. Wenn ihr kauft, kann sicher sein, dass ihr... Wo kommt denn der eine Brief jetzt hin? Verdammt. Was machst denn du da? Was ist das da eigentlich? Ach, das ist der Würfel gewesen. Ja, keine Ahnung, wir haben noch einen Brief, aber ich weiß nicht, wo er hinkommt. Der wird mir nicht angezeigt. Sorry, ich habe Business. So, die Jungs da vorne könnte ich... Wir streicheln nochmal einen Hund. So, na, kleiner Wuffi-Mann. Ja, bist ein ganz feiner. So. Dann kann man auch mit den Kindern hier agieren. Jetzt habe ich ja wieder mit dem Hund agiert. Nee, mit den Kindern kann man nicht agieren. So, mal gucken, ob die uns wieder anrempeln. Und. Ich bin mal gespannt, wie lange die das machen. Ob die selbst dann auch mal ausrasten? Hey! Du unsittlicher Säufer! Ich? Pass doch besser auf! Guck mal, jetzt machen wir das einfach strategisch von hinten. Guck, jetzt kriegt keiner mit. Zack. Und den nächsten. Oh, jetzt hat er es gerafft. Jetzt hat er es gerafft, dass jeder war. Ab und fährt. Hey. Und abwehren. Und Konter. Zack. Ui, der ist schon tot. Du brauchst nur einmal in den Hals zu stechen. So, und du auch noch eine oder was hier? Der kommt. Bastard im Visier. Ja, okay. So. Guck mal rum. Anfänger. Du nennst mich ein Anfänger. Ich hab das Spiel noch nicht lange. Ich muss mich erst einspielen. So, Penner. Nein, ich will leben. Scheiße. Plündern wir wieder freundlich. Aber die räume ich jetzt diesmal nicht weg. Das ist mir ein bisschen zu viel gewesen. So. Wir sind fast bei 500 Euros. Ja, ja, hör mal auf jetzt hier. Sonst kriegst du gleich wirklich ein paar. Der liegt schon lange hier. Ja, der ist auch ekelhaft, ne? Der stinkt schon. So. Es macht echt Spaß. Ich kann gerade gar nicht aufhören, hier durch die Stadt zu laufen, mir alles anzugucken, ab und zu mal Weißen ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Ach so. Ah ja, Bewegung geben. Und, kann ich die wegschubsen? Lustig. Also wenn wir verfolgt werden, ist es ungünstig. Aber wenn du dich aufhörst, kriegst du gleich ein paar, mein Sohn. Ja, okay, wir gehen ja schon weiter. Was ist das für ein Klamauk? Jungs, ne? So, ich unterhalte mich mal mit den netten Herren hier. So, ey! Das lasse ich natürlich nicht auf mich sitzen. Ganz kurz nur. So. So, und jetzt nichts mehr weg. Oh, verdammt, es kommt immer mehr. Ey, scheiße. So, nichts weg. Das wollte ich nicht. Ich habe gedacht, das kriegen die eigentlich nicht so leicht mit. Achtung, mein Herr. So. Aha, überall Leute. Cool, wie es hier aussieht. Es scheint die Hauptstraße zu sein. So. Den haben wir mal schön aus dem Weg gebasht hier. So, wir könnten jetzt mal irgendwo nach oben klettern natürlich. Ah, hier in so eine dunkle Seitengasse. Und da, ich sehe auch schon wieder so einen Adler auf der Karte. Da gehen wir natürlich gleich hin und klettern nach oben.
So. Ui, die schießen aber ganz schön hier. So, jetzt klettern wir hier oben drauf und synchronisieren. Ah, da ist auch der andere Brief. Siehste. Man muss sich einfach nur ein bisschen vertraut mit der Umgebung machen, während man sein Hobby ausübt. So. Ach, die schießen hier alles noch. Synchronisieren wir uns mal. Sehr schön. Und es wird immer noch auf uns geschossen. So, wo ist denn hier? Da ist er. Rechte Maustaste, da und... Weg sind wir. Ob die das jetzt durchsuchen? Ich bin ja gespannt. Kann ich pfeifen? Hier? Könnte sein. Lustig. Cool. Die kann man so ranlocken. Und wo gehst du hin? Moment mal. Also, was ist, wenn er hier angehalten? Könnte er doch auch sein. Ihr seid schon ein bisschen dumm, ne? Das ist ja auch mal nice. Kann ich den jetzt hier drin auch plündern? Schade. Das will ich nochmal machen. Das ist ja echt. Aber das macht das Spiel eben aus. Auf solche Kleinigkeiten kommt es eben drauf an. Das ist ja richtig cool gemacht. Sehr schön. Also. Cooper in der siebten Generation. Cooper, die Besser ihres Vertrauens. Oh, ich musste eben kurz niesen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so arg gehört. Ah, heieiei. Und interagieren wir mit. Vielen Dank. So. Die Briefe im Boston überbringen. 4 von 4. Bei mir hat man bei der Wahl doch keine Wahl. So. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt gehen wir nochmal da oben drauf oder waren wir da gerade? Nee, ich glaube, da waren wir eben nicht. Kartoffeln! So, dann gehen wir mal da hoch und ich weiß nicht, ob wir hier eben schon auf dem Turm waren, aber es könnte sein, dass wir da auch schon drauf waren jetzt. Das sehen wir ja, wenn wir oben sind. Nee, das ist ein anderer Turm. Aber, du sollst hier hochklettern, du Idiot. So. Und dann synchronisieren wir uns mal mit unserer Umgebung. Sehr schick. So. Bald haben wir die ganze Karte aufgedeckt. So, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Ich denke, als nächstes werden wir die Plündertour beenden und ich kann die gerade nicht aufhören. Das ist echt Wahnsinn. Ich könnte hier die ganze Zeit so weitermachen. Ich muss ja auch mal Aufnahmepause jetzt dann wieder machen. So, wir springen da unten rein und dann gehen wir zurück und dann werde ich die Aufnahme beenden. So. Oder vielleicht beende ich die Aufnahme auch jetzt hier. Ja, während dem Herunterspringen werde ich die Aufnahme beenden und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge oder in einer neuen Aufnahme von hier Minecraft, hätte ich jetzt was gesagt, aber von Assassin's Creed 3, was mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Macht richtig, richtig viel Spaß. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich so denke, so, das hätte man ein bisschen anders machen können. Zum Beispiel diese ganzen Einblendungen da. Ich meine, für mich selbst habe ich die relativ schnell durchgelesen, aber die könnten schon ein bisschen länger dastehen, weil man muss die ja auch verstehen. Ne? Man liest die das erste Mal durch und dann muss man sich auch raffen, was da steht. Und zum Zweiten könnte man auch die Missionsziele... Also ich weiß nicht, ob es hier einen Button gibt, um die Missionsziele neu anzeigen zu lassen. Das wäre halt auch nice. Und wir haben übrigens schon... Was ist denn da passiert? Wir haben jetzt schon über 1000 Euro. Wie ging das jetzt? Ach, wir haben ja diese Briefe überbracht. So, gut. Dann sage ich tschüss. Bis gleich und viel Spaß beim Gucken. Und jetzt heißt es nur noch hier Leertaste und in die Richtung Geronimo!